Es sind unsere Mitarbeiter, die den entscheidenden Unterschied machen. Deshalb fordern und fördern wir junge Talente. Wir bieten unseren Mitarbeitern die Chance und die Möglichkeit, sich im eigenen Unternehmen weiterzuentwickeln. Eine sehr offene und direkte Kommunikation lässt bei Hammerer Aluminium Industries einen ganz besonderen Teamgeist entstehen, in dem das Miteinander einen hohen Wert hat. In unserem jungen und dynamischen Unternehmen bewegt sich viel. Werden Sie ein Teil davon. Die High Universe Summer League bildet den Abschluss der internationalen High-Nachwuchsturniere der Saison 2014-2015. Es ist ein würdiger Abschluss dieser drei großartigen Fußballfeste. Und es ist das Turnier, bei dem die künftigen Stars des runden Leders nach den zwei Hallenturnieren in Mattighofen und in Altheim auf dem grünen Rasen ihre fußballerischen Kräfte messen. Alleine der Aufmarsch der Teams im Heistadion Schalchen beweist einmal mehr: Fußball begeistert, bewegt, schult, sozialisiert und integriert gerade die jungen bzw. die ganz jungen Menschen. Die geistigen Väter dieser Turnierserie können mit Stolz und Recht für sich in Anspruch nehmen, den Grundstein für viel Bewegung und für ein besseres Verständnis untereinander gelegt zu haben. Ja, es ist natürlich schön, so viele Jugendliche zu sehen, dass man auch sieht, dass da was weitergeht. Man sieht Talente, man sieht natürlich auch Spieler, die etwas weniger talentiert sind, aber natürlich auch Spaß daran haben. Und es ist natürlich für unseren Verein sehr schön, dass man so viele verschiedene Mannschaften, Jugendmannschaften hier zusammenbringt und natürlich auch, dass man sieht, dass etwas weitergeht. Ja, ich glaube, es war eine tolle Veranstaltung für die Jungs, natürlich eine riesen Herausforderung, da auf diesem Niveau wirklich hochwertige Partien zu spielen. Man hat gesehen, es ist natürlich, aber wir versuchen im Nachwuchs sehr erfolgreich zu arbeiten. Für die eigenen Mannschaften schwierig, weil solche Qualität daherkommt. Aber das wertet natürlich das Turnier auf und das ist auch Sinn und Zweck der ganzen Sache, dass wir da wirklich auf einer ordentlichen Plattform tollen Fußball sehen. Und ich glaube, das haben wir gesehen und werden wir auch heute noch sehen. Es sind sehr viele interessante Mannschaften da gewesen und ich glaube, es ist ein hohes Niveau gewesen bei allen Veranstaltungen und so gesehen kann man eine relativ erfolgreiche Bilanz machen. Wie schon erwähnt, die High Universe Summer League ist der Schlussakkord einer Trilogie, die am 6. und 7. Dezember 2014 in der Sporthalle Mattighofen von Fußballfreunden gestartet wurde. Wir versuchen einfach ein Festival zu machen. Ein Festival, das was wirklich was Außergewöhnliches ist. Und da ist mir heute das eingefallen. Ne? Es gibt offensichtlich ein MM-Viertel genug Wahnsinnige, die sich das andauern, dass sie sowas auf die Vier stellen. Ist natürlich mit einem Haufen Arbeit verbunden, aber wir haben Gott sei Dank einige Leute im Verein, die da mit Herzblut dabei sind und die eben dann solche Dinge möglich machen. Ja, ich glaube auf jeden Fall sehr wichtig. Die Buben, die wollen sich natürlich messen gegen Bessere und ich denke, das ist sehr gut. Ja, ich finde es halt super, weil wir spielen halt gegen gute Mannschaften. Wir haben da Salzburg, wir haben da Grödig, Wackerburghausen. Vor allem beim Zuschauen kennen unsere Jungs extrem viel lernen. Bei den guten Mannschaften. Und es ist sicher mal eine super Erfahrung für unsere Jungs. Ja, das ist doch schön zu sehen, dass sich die Kinder hier einen Arsch aufreißen im Spiel und da geht einem das Herz auf. Solche Turniere wichtig für die Kinder, so internationale? Auf jeden Fall. Es fördert sie, gerade diese starken Turniere, das ist immer wieder gut und da muss man halt auch teilweise weit fahren. Der unumstrittene Höhepunkt dieser neuen Nachwuchsturnierserie im schönen Innviertel war zweifelsohne das Hallenturnier in Altheim. Hier matchten sich am 21. und 22. Februar 2015 unter anderem die Neunjährigen von europäischen Topclubs. Natürlich das Highlight sind die FC Bayern München. Also das ist natürlich absolut super, dass die gekommen sind. Dann Red Bull Salzburg. Dann ist die tschechische Fußballakademie da, natürlich von den österreichischen Bundesligisten, Grödig, SV Ried, der FAC von Wien ist da, Wiener Sportclub, also absolut prominentes Teilnehmerfeld und da habe ich noch bei weitem nicht alle aufgezählt. Im Winter sagen wir, müssen in der Halle trainieren, das freut uns zu hier sein, viele gute Mannschaft dabei sein und ja, wir probieren geben unsere Beste. Die High Universe Summer League kann mit diesen klingenden Vereinsnamen nicht ganz mithalten. Dies hat seine Gründe.
weil eben doch da sehr viele Mannschaften noch im Meisterschaftsrhythmus drinnen sind und dann auch nicht teilnehmen können. Trotzdem sind sehr viele Mannschaften da gewesen, aber speziell die deutschen Mannschaften haben zu diesen Terminen viele Meisterschaftsspiele, wo auch der Verband das nicht erlaubt, dass es verschiebt. Aber ich sage, es waren trotzdem prominente, gute Mannschaften da und es hat gut gepasst. Ja, also ich bin da relativ zufrieden. Es sind drei rumänische Mannschaften da gewesen. Es ist eine Mannschaft aus der Slowakei da gewesen. Trotzdem einige deutsche Mannschaften und der Rest natürlich aus allen Teilen von Österreich. Der Begeisterung der jungen Damen und Herren tut dies keinen Abbruch. Vom Christi-Himmelfahrtstag 2015 bis zum darauffolgenden Sonntag geht es bei den Youngsters natürlich um Tore und Punkte. Aber ganz oben auf der Motivationsskala steht das Wort Spaß. Spaß an der Bewegung, Spaß am Fußball, Spaß haben mit sportlich Gleichgesinnten und Gleichaltrigen aus aller Herren Länder. Das ist für die Messis, Ronaldos und Neuers der nächsten bzw. übernächsten Generation das Allerwichtigste. Dass dabei natürlich auch Spannung à la Champions League aufkommt, das versteht sich von selbst. Es ist halt manchmal auch ziemlich intensiv, wie da mitgefiebert wird von heraus. Wenn ich zurückblicke, gestern das U10-Finale, da ist es ja zugegangen wie in einem Bundesliga-Stadion. Da hat Hertha Wöss gegen die Atletico Arad gespielt aus Rumänien und das war eine Stimmung sensationell, ist auch sehr fair abgelaufen, ist dann im Elfmeterschießen entschieden worden und war einfach spitze. Also für die Kinder glaube ich auch eine einmalige Geschichte, dass man also 10 Spieler in einer solchen Atmosphäre spielen kann. Es waren wirklich absolute Top-Talente am Werk, also ich glaube, sicher interessanter mal jetzt zu schauen in 4-5 Jahren, wenn man sich die Spielerlisten nochmal durchschaut. Wer da alle da war, ich glaube, da werden wir schon den einen oder anderen ein bisschen weiter oben entdecken und so gesehen, glaube ich, ist das eine super Sache. Am Ende dieser High-Triologie gibt es nur Gewinner. Dazu zählen ganz sicher auch die Partner und Sponsoren dieser Top-Nachwuchsturniere. Als Unternehmen will man natürlich ein bisschen was für die Region tun. Wir sehen das einfach als positives Marketing für speziell im Personalbereich. Das ist der Grund, warum wir solche Dinge unterstützen und wo man versucht, einfach für die Region, wenn man Geld investiert, halt auch eine Plattform zu bieten, wo die Jungs Spaß haben. Der Nachwuchs ist ja dann im Prinzip auch irgendwann einmal der Nachwuchs, der für unser Unternehmen hoffentlich dann arbeiten will. Natürlich profitiert auch die Region von derartigen Großveranstaltungen enorm. Hunderte Kids, deren Eltern und Betreuer müssen verpflegt werden. Viele Teams nächtigen zudem im schönen Innviertel. Viel, viel Umwegrentabilität also. Damit bleibt nur zu hoffen, dass viele weitere Menschen und Unternehmen von der Sinnhaftigkeit dieser Nachwuchsturniere überzeugt werden und als Partner und Gönner mit an Bord kommen. Großartig auch der Einsatz der zig Ehrenamtlichen, die so ein Sportfest überhaupt erst möglich machen. So ein Turnier ist natürlich nur eine ganz andere Größenordnung wie das Hallenturnier, aber an das Hallenturnier, sage ich mal, von den Mannschaften her ähnlich besetzt war vom Teilnehmerfeld her. Aber wir spielen gleichzeitig auf 4 Plätze. Allein das, du brauchst einen Haufen Tore, du brauchst einen Haufen Schiedsrichter und. Könnte endlos weiterreden. Also sehr, sehr viel Aufwand. Wir freuen uns schon jetzt auf die Fortsetzung dieser einmaligen internationalen Nachwuchsturnier-Triologie in der Saison 2015-2016.